Hi Leute, ich bin inzwischen zu Hause und ihr habt gesehen, Vietnam hat leider das Spiel, das Finale nicht gewonnen, aber alle sind einfach so stolz drauf, wie weit die gekommen sind. Das ist, glaube ich, seit nach 20 Jahren so das erste Mal, dass sie Halbfinale sind oder so. Jedenfalls wollte ich euch zu einem neuen Vlog von mir herzlich begrüßen. Ich habe momentan eine Wette mit einem Kumpel Manuel, grüß an dich, wenn du das hier siehst. Wir haben jetzt gewettet, dass ich bis Montag, heute ist Samstag, ein Vlog online stelle. Und wer das nicht macht, also er muss auch ein Vlog online stellen, wer das nicht macht, muss 10 Schnecken essen. Ja, und wir beide finden das total eklig. Deswegen wird dieser Vlog auf jeden Fall online kommen. Ich habe davor schon, glaube ich, 5 oder 6 Vlogs gestartet, aber irgendwie hat immer das Ende gefehlt oder irgendwie war da immer irgendwas, was mir nicht gefallen hat. Und ich habe es dann immer abgebrochen. Ja. So viel dazu. Und das ist mein Cousin, der gerade mir Locken macht. Machst du dir Spaß? Jojo. Jojo. So hi. Jojo, name ne Jojo. Yo, so, I'm so happy. Oh no, what's so fun? Guten Morgen, Leute. Es ist 8.30 Uhr und ich muss jetzt aufstehen, weil eine Freundin gleich kommt und dann holen wir ihr einen Laptop. Und ja, das ist erstmal der Plan. Also ich muss sagen, anfangs finde ich ganz cool so mit dem Hochbett hier oben. Aber nach 2 Wochen fand ich es so nervig, immer wieder die Leiter runterlaufen zu müssen. Ja, es ist nicht so günstig, muss ich sagen. Es ist nur platzsparend, aber es ist echt ungünstig. So, ich gehe jetzt frühstücken erstmal. Ich bin voll stolz auf mich, dass ich das Frühstücken so fest in meinen Alltag integriert habe. Sonst war das so, dass ich, also in Deutschland habe ich nicht regelmäßig gefrühstückt, nur so ab und zu, wenn ich ein bisschen Zeit habe am Morgen. Und ich esse heute eine Reissuppe mit gucken mit was. Okay, so sieht die Reissuppe aus. Mit, was ist das? Ich kenne die Wörter gar nicht auf Deutsch. Ist das Dünndarm oder so? Irgendwelche Innereien. Lisa ist da. Weil wir haben ihr jetzt einen Laptop geholt für 2,6 Millionen vietnamesischer Dong. Das dann umgerechnet. Das war 80 Euro. Nee, ein bisschen mehr als 80 Euro. Ich habe 100 Euro. Ich habe voll vergessen, die letzten Tage zu filmen, beziehungsweise war nichts wirklich viel los. Ich sitze jetzt hier in so einem Café in Quang Mau, in District 1. Glaube ich. Und es ist echt schick hier. Und was machen wir? Wir chillen hier. Hey Leute, es sind schon wieder ein paar Tage her, seitdem ich euch mitgenommen habe. Es ist so, die letzten Tage waren richtig stressig und ich war halt nicht mal zu Hause und deswegen konnte ich meine Kamera nicht aufladen und deswegen hat es nicht so geklappt mit dem Vlog. Aber jetzt werde ich euch wieder mitnehmen, weil ich fahre in meine Heimatstadt drinnen und mein Onkel eröffnet dort ein Restaurant, ein Café. Und ja, ich bin gespannt, wie es aussieht. Hallo.
Eigentlich wollte ich direkt ins Café fahren, aber meine Cousin und meine Cousine, die saufen hier. Und die haben gesagt, ich soll erstmal hierher kommen und dann können wir immer noch ins Café zusammen gehen. Und so sieht das hier aus, wenn Vietnamesen saufen. Okay, Jodi! Yo! Mo, hi, ba! Yo! Was ist das hier? Also eigentlich ist es lauter. Ich glaube, das ist wegen der Kamera, deswegen waren die gerade so, yo, aber sonst schreien die voll. Eigentlich wollte ich direkt ins Café fahren, aber meine Cousin und meine Cousine, die saufen hier. Und die haben gesagt, ich soll erstmal hierher kommen und dann können wir immer noch ins Café zusammen gehen. Und so sieht das hier aus, wenn Vietnamesen saufen. Okay, Jodi! Jodi! Mo, hi, ba! Yo! Was ist das hier? Also eigentlich ist es lauter. Ich glaube, das ist wegen der Kamera, deswegen waren die gerade so, yo, aber sonst schreien die voll. Nhiều nước không anh? Vừa tiêm bến tre rất nhiều, nhiều nước. Hai trái và đang nghe. Nhiều nước. Ja, ich bin gerade bei meiner Oma, väterlicherseits. Eigentlich wollte ich jetzt direkt zum Café, aber tja, Pläne ändern sich und ich wollte euch mal das Haus zeigen. Hier habe ich mal eine Zeit lang gewohnt, als ich kleiner war. Ich glaube für ein halbes Jahr oder so. Und das Haus war ursprünglich blau und nicht weiß. Und die Türen, Fenster und die Türen, die waren türkis. Und hier gab es mal einen Jasminbaum. Mein Opa hat immer Jasmintee getrunken und ich sollte immer für ihn dann die Blüten pflücken. Dieses Haus ist auch neu. Früher waren hier Bananenbäume. Also hier ist die Stube. Okay, sieht man jetzt nicht. Hier sind so Schlafzimmer. Okay, ah, da, genau. Schlafzimmer. Hier hat mein Opa und meine Oma immer gewohnt. Und ich hatte kein eigenes Zimmer. Ich weiß nicht, was die in diesem Zimmer früher gemacht haben. Und das Haus ging nur bis hierhin irgendwie. Und das gab es noch gar nicht. Haben die auch mal dazu gemacht. Ja. Das ist meine Oma. Schläft sie? Nein, sie schläft nicht. Sie ist schon sehr alt. So 85, 86 oder so. Und das Grundstück ist riesig. Wir haben hier hinten noch zwei Seen. Eigentlich keine Seen. Wie heißt das? Teiche, genau. Teiche? Hä? Aber nutzen tun sie den nicht. Ich glaube, die nutzen eher den Teich. So, dann gehen wir mal in das Haus. Hier ist der Küchenbereich und das Bad. Hier ist das Zimmer von meiner Oma. Schläft sie? Sie schläft. Oh, sie schläft nicht. Und... ups. Oh, jetzt an. Oh. Liegen wir da? Ja. Ja. Jenna. Ach so. Na gut. So, machen wir das Licht hier an. Sieht so, ich sehe nichts. Hier. Okay. Ja, und hier ist die Stube. Ja, also hier war das Tor. Hier ist die Stube. Ich muss sagen, die Möbel sehen echt krass aus. So, aus so Massivholz geschnitzt. Cool aus. So, der Schrank steht auch schon
seit 20, 30 Jahren hier. Hier ist doch ein Bild von mir. Meine Oma. So Leute, ich stehe jetzt endlich vor dem Café und zeige euch mal, wie der Eingang so aussieht. Und zwar hier. Ach, leider. Ist ein bisschen dunkel, aber ist der Eingang. Ja, wobei. Hallo. Wo? Da ist die Küche. Ich werde gerufen. Oh mein Gott. Hi Leute, irgendwie war das zu dunkel im Café, deswegen werde ich euch das Café morgen zeigen. Ich bin jetzt inzwischen mit meiner Cousine und habe jetzt geduscht und würde mich jetzt hinlegen. Wow Leute, ich bin schon seit 3 Stunden wach eigentlich. Hab aber noch nicht gefrühstückt, nur Zähne geputzt. Ja, also jetzt gehe ich aber frühstücken, hab jetzt Hunger. Und dann zeige ich euch jetzt meinen Lieblings-Bangan-Laden hier in Dänen. Der schmeckt super, super, super gut. Und ich freue mich schon drauf. Danach gehe ich ins Café. Und dann zeige ich euch das Café. Und dann muss ich dann auch noch das Video schneiden. Und dann kommt es heute online. Okay, ich mache mich jetzt fertig und dann sehen wir uns gleich. Okay, Planänderung. Ich gehe doch jetzt doch nicht Bangan essen, sondern mit meiner Tante gehen wir jetzt Feuertopf essen. Ist ja so klar, dass mein Plan nicht funktioniert. Kommt immer was dazwischen. So, wir sind hier jetzt hier an. So, wir sind jetzt in diesem Restaurant. Wir sind die einzigen Gäste hier. Und was essen wir? Ein Fischgericht. Ein Currysoße. Es gibt wieder eine Planänderung. Ich wollte ja eigentlich nach dem Essen ins Café gehen, aber ich habe mich jetzt doch entschieden, meine Haare zu machen. Dann will ich so Dauerwellen haben und es dauert ein bisschen. Deswegen wollte ich es erst am Nachmittag machen und dann am Abend ins Café. Genau. Also das mit der Dauerwelle hat nicht geklappt, weil meine Haare zu kaputt sind vom Blondieren. Deswegen haben wir jetzt nichts gemacht. Also geht's jetzt wirklich direkt ins Café. Au revoir. Ciao. Rappe. Rappe. Ja. Und dann zeige ich euch jetzt das Café endlich. Ja. Bis gleich. Okay, Planänderung. Ich sage euch einfach gar nichts mehr, was ich vorhabe, sondern nehme ich einfach mit. Also wir gehen jetzt doch ein bisschen shoppen, bevor wir ins Café gehen. Weil es ist bald Neujahrsfest und die Vietnamesen wollen dann immer so schön neu eingekleidet, also neue Kleidung haben. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen shoppen. So, wir holen jetzt die kleine Bang Bang ab, die Tochter von meiner Tante hier. Da könnt ihr mal sehen, wie eine Schule hier in Vietnam aussieht. Wir tragen hier alle noch Uniformen. Da ist sie. Ah, da ist Joy. Joy, mein Süßer.
À, từ đó đi về ta còn lo đến dỗ thi nữa chứ không tâm ngưng. Ừ, thường nhưng mà hễ nếu một phút mà đi xa của một phút về thì ta đi. Năm nay á. Hansa und also ist meine zweite Massage und ich fand die richtig, richtig gut. Das hat sie echt gut gemacht. Beim ersten Mal war das so eine Anfängerin und es hat mir auch nicht gefallen. Aber diesmal war das, ich konnte es richtig genießen und ja. Massagen halt hier in Berlin, voll günstig. Und die Sache mit dem Café. Eigentlich wollte ich jetzt essen gehen und dann ins Café und euch das Café zeigen. Aber es macht keinen Sinn mehr, weil es schon wieder dunkel und ihr seht nichts. Deswegen, voll scheiße. Was habe ich mir dabei gedacht? Ja, ich zeige euch das Café im nächsten Video, okay? In diesem Video geht es nicht mehr, weil ich muss jetzt aufhören und das Video schneiden und hochladen, weil Manuel hat mir schon gerade einen Link zu seinem Video geschickt. Das heißt, er muss keine 10 Schnecken essen und deswegen muss ich mich jetzt beeilen, sonst muss ich 10 Schnecken essen, wenn ich das innerhalb von 4 Stunden nicht mehr schaffe. Es ist nämlich schon 8 Uhr abends und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Achso,